Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute einen Haul für euch und zwar Produkte, die in den letzten Wochen bei mir eingezogen sind. Es sind einige Sachen, die ich auch noch nicht getestet habe, die ich noch testen muss. Also ich habe das erstmal hier hingestellt und ein bisschen Kleidung ist bei mir eingezogen. Genau, und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam jetzt hier einmal durchzugehen, ich möchte die Sachen jetzt auch endlich mal verräumen und benutzen. Und genau, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr sogar neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, ihr Lieben, ich habe hier super viele Dinge, die ich euch zeigen möchte, damit ich sie endlich auch dann benutzen kann, weil wenn ich die benutze, ein paar Sachen habe ich auch schon benutzt, dann gerät das in Vergessenheit, wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb, also ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen auch Inspiration für euch, vielleicht findet ihr was Schönes, bald ist Weihnachten und vielleicht ist da was für euch mit dabei. Ich würde sagen, ich starte jetzt direkt mal mit der Kleidung, weil die liegt hier auf einem Haufen und dann habe ich gleich wieder ein bisschen mehr Platz, wenn ich das zur Seite räumen kann. Ich würde starten mit Lily Silk. Da habe ich mir wieder ein paar schöne Pullover, beziehungsweise einen schönen Pullover, einen Cardigan, eine Bluse und nochmal Kissenbezüge geholt. Und da habe ich auch wieder einen 20% Rabattcode für euch, beziehungsweise 25% sogar. Und das blende ich euch mal ein, den Rabattcode. Steht auch nochmal alles unten in der Infobox drin. Ich würde starten mit dem Pullover, den ich drei Das ist so ein richtig schöner, weicher Baby-Kaschmir-Pullover. Der ist ganz weich und wirklich toll. Also ich liebe die Pullover von Lily Silk. Das sind so die besten Pullover, auch die ich in meinem Schrank habe, die man dort finden kann. Und das ist immer so was ganz Besonderes, die zu tragen, auch als wenn ich jetzt irgendwo hin muss oder so. Man hat einfach so ein schönes Gefühl, es trägt sich so schön. Dieses Kaschmir hält so toll warm. Es ist einfach flauschig und schön. Man muss nur mit dem Waschen aufpassen, die Pflegehinweise beachten. Ich habe am Anfang, als ich das erste Mal einen hatte, den Fehler gemacht, dass ich den falsch gewaschen habe. Und ja, genau jetzt, wo ich weiß, wie das geht, ist das kein Problem mehr. Und ich rutsche mal so ein Stück auf die Seite, dann könnt ihr euch das hier mal angucken, getragen. Ich habe das extra für euch nochmal abgefilmt, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt, weil hier könnt ihr ja jetzt nicht so viel sehen. Und ich kann euch sagen, das ist ein richtig tolles Tragegefühl. Der sitzt auch gut bei mir. Ich muss euch die Größe einblenden, was ich habe. Ich glaube, ich habe XL oder L in dem Pullover gewählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich gucken. Auf jeden Fall passt der sehr gut, finde ich. Den kannst du schön mit Leggings oder mit Jeans oder so kombinieren. Auch schön bei einer Korthose oder so. Ich finde den richtig klasse. Und da kann ich mir vorstellen, dass der euch auch gut gefallen würde. Das ist wirklich so was Schönes, weil man hat das Gefühl, muss ich als selbst streicheln. Ganz, ganz angenehm und wirklich toll. Und ab 480 Euro Einkaufswert, den hat man ja da relativ schnell zusammen, bekommt ihr sogar 25% Rabatt. Also ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ihr da irgendwie mehr braucht oder so, dass ihr da gucken könnt. Genau, bei Lily Silk, also könnt ihr ohne Probleme bestellen, die sind super. Die haben eine ganz tolle Qualität, da habe ich schon einige Produkte her und genau, da habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder hier mir mal mitbestellt, diese ganzen Haargummis, da gibt es so Haargummisets. Und das ist auch aus Seide gemacht. Da gibt es halt hier so ein Vierer-Set. Da habt ihr ein so ein größeres Haargummi mit dabei. Und ich fand das so schön. Das ist so ein bisschen wie, wie soll ich denn sagen, wie das ist? Ja, Pastelltöne verschiedene sind das. Finde ich voll schön. Also ein größeres, ein mittleres, ein großes mittleres, also das ist so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Stoff dran. Und dann nochmal dieses kleine, diese kleinen, ich liebe die, ich ziehe die so gern für die Nacht an. Überhaupt sind die für die Nacht super, also dafür kaufe ich die auch hauptsächlich, dass ich die nachts in den Haaren tragen kann, damit meine Haare nicht abbrechen. Und bei denen hier passiert das halt nicht, also da gibt es halt welche mit einem Stoff, die sind ein bisschen gröber, dann filzen die Haare so ein bisschen und hiermit filzt das halt nicht so. Jetzt war mein Akku leer gewesen, auf jeden Fall gibt es die Haarbänder in allen möglichen Farben. Da findet jeder was. Ich fand halt das hier sehr schön. Ich ziehe es eh zum Schlafen an und ich fand das so hübsch hier mit diesem Pastell, so cremefarben, blau, rosé. Ist alles so ein bisschen geflinkert drin. Die kann ich euch sehr empfehlen und passend dazu zum Schlafen eben die Seidenkissen. Ich habe immer so ein kleineres Kissen, das ist 40x80. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen, dass ihr seht, wie schön glänzend das ist. Und ich habe immer, das ist quasi mein Schlafkissen. Also ich habe ein normales Kissen unten drunter und dann habe ich immer noch hier diese 40x80 Kissen.
die lege ich immer halt, auf dass ich mit meinem Kopf, mit meinen Haaren da drauf liege und da kann ich auch so schön meinen Arm unten drunter. Genau, und die sind super. Da habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, ich hab rosane, ich habe ein großes 80x80 in beige, dann habe ich jetzt zwei schwarze und habe noch ein weißes und eins mit einem blauen Muster drauf. Also ich wechsle da immer hin und her, je nachdem, was ich für eine Bettwäsche drauf habe. Aber dieses Kissen muss immer da sein. Das ist halt total klasse, dass es die halt in 40x80 gibt, weil ich halt einfach auf einem 40x80 am besten noch zusätzlich schlafe. Also wie gesagt, mit zwei Kissen. Und das ist so ein tolles Material. Das ist wirklich, also das ist so schön. Ihr schwitzt hier drauf nicht, die Haare gehen hier drauf nicht so. Also die werden nicht so wuselig. Und ja, ich finde halt einfach für mein feines Haar und auch für die Haut ist das, hat das Vorteile, auf Seide zu schlafen. Finde ich das wirklich gut. Komplett fürs Bett bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt, obwohl das auch sehr schön ist. Aber hauptsächlich halt eher ja, für Kopf und für die Haare eben. Dafür ist es gut. Die gibt es auch in allen möglichen Farben. Die gibt es auch in Zweiersets und sowas. Genau, und ich hatte mir jetzt hier halt, wie gesagt, ein Zweierset. Den habe ich noch nicht drauf. Das ist der andere Schwarz. Das ist quasi mein Ersatz, weil nur ich nutze den. Ja, die sind schön. Die könnt ihr hier unten, also die unten werden die einmal umgeschlagen. Es gibt aber auch welche mit Reißverschluss. Also ich habe einen mit Reißverschluss, finde ich auch gut. Das ist so zum Verreisen. Den hatte ich euch beim letzten Mal vorgestellt und das ist jetzt halt quasi ja der normale zum Umschlag. Das ist auch für Allergiker besonders gut geeignet. Also wenn ihr jetzt unter Allergien leidet oder so, ist es vielleicht ganz sinnvoll, eine komplette Seidenbettwäsche zu verwenden. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe nur Positives darüber gelesen. Vielleicht auch in die Richtung ganz interessant. So, dann habe ich noch einen wunderschönen Cardigan. Ich glaube, der wird euch auch gefallen. In so einem Pastell. Mint ist es doch, ein Pastell-Mint-Grün. Ich blende euch das mal hier eingetragen. Der ist so schön. Das ist eine Mischung aus Kaschmir und Seide. Den kannst du vorne, also der hat ganz interessanterweise so ein Kordel, also so ein Band hier drin. Ich zeige euch das mal hier. Und das geht aber innen durch. Also ihr bindet das vorne zusammen, aber hinten bleibt es offen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist ganz cool gemacht, so ein Tunnel sozusagen. Und das ist ein Traum von Cardigan. Das ist der schönste Cardigan, den ich zu Hause habe. Der ist so schön. Ich könnte mich hier rein kuscheln, hier reinlegen. Wunderschön verarbeitet, hat auch die ideale Länge, finde ich. Ja, den kann man natürlich jetzt im Winter auch schön anziehen. Könnt ihr unter einer Weste zum Beispiel anziehen. Also den fand ich ganz, ganz hübsch. Den musste ich unbedingt haben. Der ist richtig schön verarbeitet. Hier habe ich allerdings Größe XL genommen. Ich finde das ganz schön, wenn ein Cardigan ein bisschen weiter fällt. Und als letztes habe ich von Lily Silk noch eine klassische Bluse. Also ich würde sie nicht als klassisch bezeichnen. Ich würde sagen, das ist eine schmalere Passform. Aber das ist eine elastische Bluse. Also ihr seht hier, die hat Stretch mit drin. Ist ganz, ganz interessant. Wirklich richtig schönes Material. Und ich hatte mir vorhin, das muss ich gerade noch mal dazu sagen, ist richtig pflegeleicht. Ich hatte mir vorhin einen Fleck reingehauen. Und da habe ich gesagt, oh Mist, ich wollte euch die zeigen. Dann wollte ich die auch nicht mit dem Fleck, weil ich die abfilmen wollte. Der Fleck, der ging so einfach raus. Also das war wirklich einfach nur ein bisschen Wasser und Seife ging das raus. Und dann ist das getrocknet und gut. Ja, das ist eine wunderschöne, wunderschöne Bluse. Die ist vorne. Also die hat die Knöpfe so versteckt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist halt so ein Doppelsaum sozusagen. Und dann hat das hier die Knöpfe nicht sichtbar. Das finde ich ganz schön. Und die ist halt, sitzt halt wirklich angenehm dadurch, dass die Stretch hat. Und was ich bei dieser Bluse ganz besonders finde, ich mag Blusen eigentlich sehr gerne, aber ich mag die nicht so gerne, wenn die hier vorne am Arm immer so eng sind. Und wenn man das dann aufmachen muss, ich schlage die dann gerne um. Und bei dieser Bluse ist das einfach wie so ein Langarm-Shirt. Also es sind wie so Flatterärmel, würde ich sagen. Seht ihr das? Also das sind wirklich die Ärmel, das engt einen null ein. Die kannst du auch schön nach oben krempeln. Das ist eher so eine, also ich würde sagen, eine Bluse, die man gut auf der Arbeit vielleicht auch anziehen kann. Die ist richtig, richtig schön. Total klasse. Das ist jetzt auch kein richtiges Weiß, sondern das ist so ein Cremefarben. Und die ist ein ganz dünner, also das ist wirklich ein ultra dünner, ganz feiner Stoff. Ich kann euch das gar nicht genau beschreiben, was das für eine Seide ist. Ich will auch nochmal gucken hier auf der Website. Also das ist ein Hemd aus doppelter Seide Joe. Das ist eine Basic-Passform. Also ich würde aber eher sagen, das ist eine schmalere Passform. Zumindest kommt mir das so vor. Hier habe ich Größe XL auch drin. Und also in den meisten Sachen habe ich XL bei Lily Silk, selten auch L. Und ja, genau. Von daher, also die finde ich richtig schön. Die kannst du ganz toll mit einer schwarzen Hose einfach kombinieren. Da siehst du immer schick aus. Schreibt mir gerne, wie ihr die Bluse oder wie ihr überhaupt die Kleidungsstücke findet. Ich finde, dass die alle sehr schön aussehen. Das sind neue Schätzchen bei mir im Schrank. Ich hatte vor kurzem, wo ich meine Winterkleidung aussortiert habe. Also ich habe umgeräumt, meine Winterkleidung nach vorne, meine Sommerkleidung quasi nach hinten. Und da hatte ich auch einige Pullover aussortiert. Und da habe ich wieder gemerkt,
wie froh ich bin, Lilly Silk im Schrank zu haben, weil die Pullover sind alle tipptopp und die ziehe ich auch tatsächlich im Winter am liebsten an, weil man halt eben nicht so schwitzt. Und wenn ihr da was haben wollt, wie gesagt, könnt ihr meinen Rabattcodes nutzen. Ich blende euch die nochmal ein, den für 25% und auch den für 20% und es steht auch nochmal alles unten in der Infobox drin. Genau, freue ich mich auf jeden Fall, dass ich da euch wieder einen Code geben kann. Jetzt machen wir mal mit dem nächsten Kleidungsstücken weiter. Da habe ich mir noch zwei Leggings gekauft und zwar habe ich die bei Halara bestellt. Ihr wisst ja, meine absolute Lieblings-Leggings, habe ich euch schon so oft drüber berichtet. Das ist die So Chinched von Halara und da habe ich mir jetzt nochmal, also die habe ich mir nochmal in einem Braun geholt. Das ist die, die ich immer im Fitnessstudio trage. Also ich trage keine andere mehr im Fitnessstudio, nur noch die hier, weil die einfach 0,0 rutscht. Die ist nicht durchsichtig, also hier siehst du gar nichts durch. Selbst auch wenn man sich die in so einem helleren Braun holt, die ist einfach perfekt. Das ist die perfekte Sport-Leggings meiner Meinung nach. Die hat Taschen neben an den Oberschenkeln und zwar zwei. Das heißt, man kann einmal seinen Schlüssel vom Spind da rein tun und sein Handy, so mache ich das zumindest immer. Und dann, also mit dieser Hose hier, ich wollte gerade sagen Jeans, mit dieser Leggings hier, die darf Halara niemals aus dem Sortiment rausnehmen. Das ist die allerbeste. Die shaped auch so schön, die macht einen schönen Po. Die tut den Bauch ein bisschen kaschieren, finde ich. Also die ist ganz angenehm. Die kann man ganz normal waschen. In Trockner würde ich die jetzt nicht tun. Ich würde die ganzen, also ich mache das immer so, meine Sportkleidung, ich wasche das und hänge das dann über den Badewannenrand und lasse das einfach trocknen und schwuppdiwupps. Eine Stunde später sind die Sachen hier schon trocken. Also von Halara, die haben wirklich eine gute Qualität. Da habe ich jetzt aber bald auch nochmal einen Halara Haul für euch. Und da habe ich dann auch noch mal einen Rabattcode für euch. Genau, weil die haben auch Black Friday und genau, da gibt es auch dann tolle Angebote, so zwei für eins und so Sachen. Ja, und dann habe ich mir noch mal, ihr hattet ja beim letzten Halara Haul gesehen, ich hatte mir so eine Leggings, so eine mintfarbene geholt, die den Po so shaped und die hat mir so gut gefallen, also die ziehe ich so gerne an und die habe ich mir jetzt einfach noch mal in so einem dunkelbraun geholt. Auch voll schön, voll die schöne Farbe, blende ich euch hier mal ein. Könnte man jetzt auch super mit dem Pullover eben kombinieren, den ich anhabe, dann ist das ein bisschen cozy. Die hier, die ziehe ich nicht im Fitnessstudio an, weil ich nicht möchte, dass mein Po so, wisst ihr, wie ich meine? Ich möchte das nicht. Aber für zu Hause finde ich die, weil die halt einfach so gemütlich ist. Die sieht schön aus. Die ist gemütlich, die sieht sexy aus und die kann man zu Hause schön anziehen, finde ich, ja. Und deshalb habe ich mir die nochmal in Braun eben bestellt. Ja, ich habe mir die auch nochmal jetzt in Schwarz mitbestellt, aber die Sachen sind noch nicht da. Das dauert ja immer ein bisschen, bis Halara kommt und genau, deshalb, da hatte ich mir diese beiden Hosen. Jetzt kann ich die auch verräumen, weil ich hatte die alles auf die Seite gelegt und habe sie noch nicht angezogen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, von diesen So Chinched, ich habe eine dunkelblaue, ich habe eine schwarze, ich habe eine weinrote und die braune, genau. Und ich habe mir jetzt noch eine schwarze bestellt. Ja, mal gucken. Also da gibt es ja super viele Farben. So ein Khaki-Grün hätte ich eigentlich gern nochmal, dass man immer so ein bisschen auch rumwechseln kann, nicht immer so die gleichen Sachen anhat. Genau, so, das war das gewesen. Das war die Kleidung. Dann habe ich mir, wo mache ich weiter? Ich muss gerade erstmal gucken. Ja, da war ich bei DM gewesen. Oder ich mache mal hiermit gerade weiter, dann kann ich das auch wegräumen. Ich habe mir von Nintendo Switch ein Tomb Raider Spiel geholt. Ich habe gedacht, ich nehme das einfach mal mit hier rein als Inspiration. Vielleicht wissen viele nicht, dass da jetzt eine Remastered Edition rausgekommen ist. Deluxe Edition habe ich mir geholt, die habe ich mir gegönnt. Das war mein Spiel gewesen. Ich habe das früher so gerne gespielt auf der PlayStation. Ich habe das so geliebt und das gibt es jetzt halt für die Switch. Ja, das hat mir so gut gefallen. Musste ich mir bestellen. Gibt es bei Amazon. Kann ich euch gerne mal verlinken. Ist vielleicht auch für Weihnachten eine coole Idee. Hier ist auf jeden Fall ein Buch mit dabei. Ja, und ein Steelbook ist auch mit dabei. Interessiert euch vielleicht jetzt nicht so. Ich habe gedacht, ich zeige es euch trotzdem mal, weil es eben halt neu bei mir eingezogen ist und eine ganz coole Sache ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch auch Tomb Raider gespielt hat und da absoluter Fan ist. Jetzt habe ich bald wieder ein bisschen mehr Zeit und dann kann ich wieder ein bisschen mehr auch mal sowas spielen zum Beispiel. Beziehungsweise ich zeige euch erstmal, ich habe von einer lieben Zuschauerin ein kleines Paketchen bekommen. Und habe ich gedacht, das nehme ich jetzt hier auch einfach mit rein. Sie hat mir hier von der Marke Hair Dreams was geschickt. Das ist ein Beauty Shampoo und ein pH und Shine Spray. Also eine regulierende Glanzpflege und ein Shampoo für alle Haartypen. Soll wohl super gut auch bei Extensions funktionieren. Und sie bestellt das immer oder kriegt das immer mit dazu, wenn sie Extensions bestellt. Genau. Da habe ich gedacht, ich teste das auf jeden Fall auch mal aus. Sie hat mir das so lieb in einem Päckchen geschickt und hatte mir dann noch hier diese Präzisionsschwämmchen mitgeschickt. Da hat sie eins rausgenommen. Sie kommt damit anscheinend nicht so klar. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ne, das, also ich komme damit, also was heißt, ich komme damit nicht klar auch.
Aber also ich benötige die nicht, sagen wir es mal so. Aber wenn ich die da habe, ist es auch nicht schlecht. Die lege ich mal in meine Backups. Und da wollte ich dir auch noch Dankeschön sagen für dein Päckchen. Da war noch so eine schwarze Tasche mit dabei. Die habe ich aber schon bei meinen Taschen geräumt. Und genau, das ist auch neu bei mir eingezogen. Werde ich mal ins Bad stellen und mal austesten. Ich kenne die Marke Hair Dreams überhaupt nicht. Finde ich aber sehr interessant. Also ne, von daher wollte ich jetzt auch nicht einfach untergehen lassen. Dann war ich in der Drogerie gewesen. Oh, da habe ich mir ein bisschen was geholt. Und zwar gibt es ganz neu von Balea dieses Ansatz-Volumen-Booster-Spray mit Langzeitvolumen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Sichtbar mehr Fülle. Da will ich auf jeden Fall noch ein Reel zu machen. Ich kam leider noch nicht dazu. Da ist oben so eine Düse. Und dann kannst du dir das hier wohl an Ansatz dran sprühen. Ja, und hast dann wohl halt Volumen. Schwerenlose Mousse-Textur, Push-Up-Effekt für den Ansatz, Volumen-Boost durch Föhnen. Ah, okay, das föhnt man dann nochmal. Das macht man aufs Handtuch trockener. Ah, anschließend trocken föhnen und wie gewohnt stylen. Gut, dann muss ich das mal ausprobieren, wenn meine Haare eben nass sind. Ich dachte, das wäre, wenn man das, also dass man das aufs trockene Haar macht. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Gibt es ganz neu. Und dann gibt es ganz neu von Foamy ein Conditioner und ein Shampoo-Konzentrat. Gibt es einmal in Hyaluron für Feuchtigkeit und einmal Reparatur. Genau, ich habe mir Reparatur mitgenommen. Shampoo und Conditioner Konzentrat. Also das ist auf jeden Fall, wo stand das hier? Hochkonzentrierte Balsamkonsistenz, reichhaltige aufbauende Reinigung mit Niacinamid, Betain für geschädigtes Haar. Haselnussgroße Menge entnehmen, Handfläche mit etwas Wasser vermengen und aufschäumen. Genau, und das vermengst du dir halt einfach mit Wasser sozusagen. Was ich finde, dass das total blöd aufgeht. Also das ziehst du einfach auf. So sieht das aus, Shampoo Konzentrat. Riecht ganz gut, also ich hatte das da gesehen bei DM, denke ich mir, okay, nehme ich mir mal mit für Reparaturen, teste es mal aus. Allerdings, wirklich, finde ich, geht das richtig blöd auf, weil man das einfach so aufzieht. Das ist recht schwer, muss ich sagen. Ja, von Foamy einmal diese beiden Produkte. Werde ich euch dann auch berichten, wie ich es fand, habe ich noch nicht getestet. Dann habe ich noch hier dieses Beauty Expert Peptid Serum. Das ist ein Kupferpeptid- und Hyaluronsäure-Serum. Unterstützt die Kollagenproduktion der Haut. Das möchte ich verschenken. Das habe ich mitgenommen halt eben als Geschenk. Das wollte ich euch aber zeigen. Das war, glaube ich, auch neu gewesen. Finde ich ganz spannend. Ehrlich gesagt habe ich mich dann geärgert, dass ich mir das nicht mitgenommen habe, weil ich es auch wirklich gerne mal austesten würde eigentlich. Das ist von dieser Beauty Expert Reihe. Ja, eben von Balea. Finde ich ganz spannend. Aber das wird verschenkt. Ebenfalls wird verschenkt Tesori de Oriente Ayurveda, ich weiß nicht. Alle fahren da drauf ab, ich mag den Duft nicht so. Alma, Frucht und Patchouli, das ist eine aromatisierte Handcreme. Ich finde die voll schön von der Verpackung und ich habe gesehen, dass es das jetzt als Handcreme gibt. Da habe ich gedacht, das nehme ich auch mit als Geschenk eben. Und ja, jetzt ist ja bald Weihnachten und da packe ich jetzt schon so ein bisschen was, ne, und nehme, wenn ich irgendwo was Interessantes sehe, dann halt eben auch mit. Ebenfalls diese Illusion Palette von Art Deco, die mache ich jetzt mal nett auf, weil es halt wie gesagt ein Geschenk ist. Dann gibt es zwei Stück und das hier war jetzt, glaube ich, die Rosé. Nee, das ist die, doch, das ist diese Roséfarben, ne? Hier ist halt ein Blush mit drin und dann eben vier Lidschatten. Das ist so eine Everyday-Palette. Ich finde die voll hübsch. Also ich habe die gesehen, habe ich gedacht, wow, die ist richtig schön. Art Deco hat eine gute Qualität und dann habe ich die auch mitgenommen. Und nochmal zum Verschenken die Magical Wishes Motivfuß-Sockenmaske. Die ist so süß. Ich fand das so niedlich. Da sind diese Mäuse drauf. Und ich habe für euch einen, also ich habe für euch selbst gepackt, einen Adventskalender quasi, den ihr bei mir gewinnen könnt auf dem Kanal. Ich weiß nicht, ob das Gewinnspiel schon zu Ende ist. Auf jeden Fall hatte ich da für euch auch diese Sockentuchmaske mitgenommen, weil die finde ich auch immer gut von Balea. Ich finde, die haben einen tollen Effekt. Und ja, zum Verschenken fand ich die auch ganz niedlich. Deshalb durfte mit. Dann gehe ich per Wolfremd. Ich habe mir Korall gekauft. Ich will Korall mal ausprobieren. Ich hatte einen TikTok gesehen. Und da ging es darum, dass so ein Mädel gefragt hat, wie ist das denn eigentlich bei euch? Welches Waschmittel benutzt ihr, damit eure Wäsche so gut duftet? Und haben voll viele drunter geschrieben, dass die Korall benutzen und dass Korall so gut riechen soll. Jetzt kommt, bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht gerochen. Das riecht wirklich sehr gut. Das riecht wirklich so nach frischer Wäsche. Ah, oh, das riecht gut. Wisst ihr, wie das riecht? Das erinnert mich so an die Wäsche von der Oma irgendwie. Aber die Oma benutzt, glaube ich, kein Korall. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, Collar-Waschmittel. Und da möchte ich unbedingt meine Wäsche jetzt mal mit waschen. Ich bin schon ganz gehypt da drauf. Und ja, also so hier drin riecht es sehr, sehr gut. Und ich werde es dann mal ausprobieren. Bei der Wäsche, ihr werdet es in einem aufgebrauchten Video sehen, habe ich mich voll verleiten lassen von TikTok. Die ganzen Kommentare. Umso mehr Kommentare ich gelesen habe, desto mehr musste ich das haben.
Ich dachte, ich nehme es mir mal mit, wenn ich hingehe. Ja, und dann habe ich mir nochmal hier die braune Panorama-Mascara. Das ist die braune und der braune Gel Automatic Liner Infallible. Die beiden habe ich mir nochmal geholt, weil ich jetzt vorhabe, in nächster Zeit öfters mal ein bisschen einfach tagsüber, wenn ich nicht viel drauf machen möchte, braunen Eyeliner zu tragen und braune Mascara. Da wollte ich euch auch noch ein Reel zu machen, weil ich finde, das ist eine super schöne Kombi, diese beiden Produkte. Ich mag die braune, also ich mag die Panorama-Mascara sehr gern und die braune. Ja, also ich finde die halt total gut aus der Drogerie. Das ist eine der besten, finde ich. Und auch die Infallible Eyeliner, weil ich habe nicht mehr so viel braune Eyeliner. Meiner, den ich jetzt habe von L'Oreal, ich habe noch einen anderen. Der ist schon so, also da ist nicht mehr viel. Ich spitze das ja jedes Mal neu an. Und genau, deshalb habe ich mir diesen Automatic hier nochmal mitgenommen. Das sind zwei richtig gute Produkte. Ja, und da gab es so eine Aktion eben bei L'Oreal. Ich bin ja in diesem L'Orealista-Club drin. Wenn man diese beiden Produkte gezeigt hätte, hätte man Sternchen bekommen. Aber ich glaube, das ist leider jetzt schon rum. Deshalb hatte ich mir das dann geholt. Ich habe gesagt, oh, dann lade ich das hoch. Aber ist jetzt eh schon rum. Aber ich mache trotzdem ein Reel darüber, weil das ist eine super schöne Kombi. Dann habe ich neu von Manifix. Da hatte ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Die Farbe, die ich jetzt auf den Nägeln drauf habe, das sind ja diese Nagelfolien, die ich immer benutze, das ist eine Farbe, die zu dem Set gehört. Da gab es ein neues Set. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wie. Also ich habe auf jeden Fall diese hier neu und das hier hat dazu gehört. Eins von den beiden, ich glaube, so war das Set gewesen. Das ist das November-Set. Ich kann es euch nochmal einblenden, das November-Set. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bekommt ihr da jetzt gerade das Set vergünstigt. Also die haben immer ein Set im jedem Monat. Das ist jetzt das November-Set. Da habt ihr eh schon einen Rabatt drauf und mit meinem Code bekommt ihr nochmal Rabatt drauf. Ja, und das habe ich mir direkt Anfang des Monats dann auch bestellt. Und halt hier die Farbe Noble. Das war nochmal ein anderes Set. Noble und noch ein Rot, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich mir, ja, sozusagen 5 neue Farben bestellt bei Manifix. Genau, weil das halt eben das Set war. Und ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen dunkler war. Die sind relativ hell. Ich finde die nicht so geeignet für den Herbst. Sind Winterfarben, ja. Aber irgendwie so für den Herbst, Winter mag ich eher hier so Farben. So ein bisschen was Dunkleres. Das hatte ich übrigens mit euch zusammen drauf gemacht in meinem Instagram Live. Ich war auf Instagram kurz live morgens und habe das mit euch neu gemacht. Jedenfalls bei Manifix bekommt ihr so coole Nagelfolien. Ich bin nach wie vor ein riesen Fan davon und bestelle mir da regelmäßig auch welche nach. Das ist jetzt die Farbe Holy, Chic und Noble. Blende ich euch, wie gesagt, dann auch mal ein, wie die aussehen, dieses Set. Ja, genau. Wollte ich euch nur zeigen, ist auch neu bei mir eingezogen. So, dann habe ich mir von MAC Lashes neue MAC Lashes bestellt, weil im Moment ist, ich brauche jetzt meine gerade alle auf, die ich im Backup habe sozusagen. Und da habe ich mir jetzt mit meinem eigenen Code, ich habe ja 15% bei MAC Lashes, ja, habe ich dann mir nochmal welche nachbestellt, die ich mag. Das sind die Honey Nummer 2, die Honey Nummer 2 in vegan und die Beauty Nummer 2 Clear. Die mache ich jetzt nicht auf, ich lasse die mal zu, weil die sind halt für meine Backups. Ja, das sind meine allerliebsten Magnet-Lashes. Ich liebe die, ich trage die ja fast täglich. Heute habe ich keine drauf, heute habe ich einen Look geschminkt und habe dann so einen Fail gehabt am Ende. Mal gucken, ob ich euch das bei dem... Ich hatte ein Video gemacht für den Purish Black Week quasi und am Ende... Oh Leute, ich sag's euch, ich habe mir das Setting Spray ins Gesicht gesprüht und das hatte ich nicht geschüttelt und das ganze Goldspray war auf meinem Gesicht gewesen, oh nein. Naja, auf jeden Fall, meine Wimpern, die sind heute eh so ein bisschen, die haben so einen Goldschimmer auf jeden Fall jetzt heute drin und dann wollte ich nicht unbedingt noch die MAC Lashes, dass die dann auch diesen Schimmer drauf haben. Die hätte ich dann waschen müssen und deshalb habe ich heute keine drauf gemacht. Naja, auf jeden Fall 4 MAC Lashes für mein Backup. Dann habe ich mir Haarprodukte bestellt. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste mir wieder nachkaufen und zwar von Nuscha. Ich hatte euch ja auch den Adventskalender ausgepackt und ich hatte so gehofft, dass meine Lieblingsmaske da mit bei sein wird. War die aber nett. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich war so stinkig, dann habe ich mir die direkt so gekauft. Also das ist meine Lieblingshaarmaske, die Nuscha Deep Treatment Mask. Ist die beste Haarmaske, die es gibt auf dem Markt. Die ist sehr teuer, also die ist wirklich nicht günstig, aber das ist die allerbeste Haarmaske. Ihr braucht auch ganz wenig davon, das ist so, also die ist wirklich sehr wie eine Body Butter, fühlt die sich so ein bisschen an. Die ist so toll, die riecht so toll, die Haare glänzen wahnsinnig gut danach. Das ist mein heiliger Gral, schwöre ich drauf. Also wenn ich euch eine Haarmaske empfehlen würde, dann definitiv die hier. Ja, und da habe ich mir dann auch nochmal die No More Frizz Cream mit Mango-Butter mitbestellt. Die hatte ich bisher nur in klein und die habe ich mir jetzt mal in groß, weil ich hatte geguckt, ob ein Rabattcode gültig war und dann habe ich einen gefunden
von irgendeiner Creatorin und den habe ich dann genutzt. Da habe ich gedacht, oh, weißt du was, dann bestelle ich mir das hier direkt auch nochmal mit. Also diese No More Frizz Cream, die gibt man sich ins trockene Haar einarbeiten. Effekt als Finishing-Produkt nach dem Styling. Genau, und das mag ich halt, wenn man jetzt zum Beispiel hier so Wellen hat, wie ich das habe. Also entweder halt ein Serum unten reingeben oder einfach halt hier so ein No More Frizz Ding eben. Und dafür wollte ich das gern haben. Dazu gab es einen Daily Weightless Conditioner gratis. Diesen kleinen. Ich rieche da so gern dran. Die Nusha-Sachen riechen so gut. Ach, oh, das riecht so gut. Ich könnte mich reinlegen. Ist so ein toller Duft, Nusha. Das gab es gratis. Dann habe ich mir nochmal das Total Control Gel bestellt. Das ist ein Haargel mit Arganöl. Das ist mein liebstes Haargel. Also das benutze ich momentan so, so gern. Das beschwert halt auch die Haare nicht. Das ist ein mit raffinierter Textur für starke Kontrolle und unverkennbarem Halt. Genau, und hier ist halt eben Arganöl mit drin. Also ich finde das richtig gut, dieses Haargel. Und meins ist jetzt, also da ist nicht mehr so viel drin. Deshalb habe ich gedacht, bestelle ich mir das auch nochmal fürs Backup mit. Und dann habe ich mir, das ist nicht von Nusha, das ist von Y, einmal hier diesen Leave-In Conditioner. Den benutze ich ja immer im Schwimmbad. Das ist wirklich so auch ein sehr gutes Produkt. Der hat einen Hitzeschutz mit drin. Ja, und da habe ich meinen jetzt schon relativ gut aufgebraucht, weil ich halt immer meins fürs Schwimmbad, ich habe eine kleine Reisegröße fürs Schwimmbad und die fülle ich immer auf mit meiner großen. Ja, und da pumpe ich mir das immer alles rein. Ja, und da geht halt schon ganz schön was weg. Sind jedes Mal, ich glaube, 20 Milliliter und hier sind 140 drin. Also es hält nicht so arg lang, dann wenn man das regelmäßig nutzt. Ja, und dann habe ich mir das hier nochmal bestellt. Das habe ich, glaube ich, bei Lookfantastic bestellt. Genau. Ja, das ist auch ein ganz tolles Haarprodukt, Leute. Ich schwöre drauf, ich finde es wirklich gut. Ist das beste Produkt von der Marke, was es gibt. Ja, und dann halt ja, die Nusha-Produkte und auch Kaimana. Das sind so meine Haarprodukte, auf die ich abfahre. Dann hatte ich mir was bei... Also es geht noch weiter, der Haul ist noch nicht vorbei. Dann hatte ich mir was bei Douglas bestellt. Ihr seht schon, ich habe diesen Monat richtig viel Geld ausgegeben. Von Huda Beauty. Ich bin so begeistert. Wo habe ich es denn? Ich habe zwei Liquid Lipsticks von Huda Beauty. Das sind diese Liquid Matte Lipsticks. Die sind so gut. Die sind so gut. Die halten richtig lange. Ja, und da wollte ich unbedingt nochmal ein schönes dunkles Rot haben hier und ein schönes Knallrot. Und da habe ich mir hier nochmal zwei Farben bestellt. Also einmal Famous und einmal Miss America. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Das sind so hübsche Farben. Ich zeige euch die mal. Jetzt kann ich sie auch auspacken endlich. Ich sag euch, ich habe jetzt alles hier liegen gehabt, weil ich gedacht habe, oh nee, wenn du es jetzt nicht aus... Also wenn du es jetzt auf die Seite legst, dann vergisst es in dem Haul. Ich zeige euch mal die Farben. Ich glaube, die werden euch auch gut gefallen. Also einmal so ein richtig schönes, kräftiges, dunkles Rot. Absolut tolle Farbe. Und dann nochmal so ein Knallrot. Guckt mal, was sind das denn für schöne, intensive Farben. Oh, das musste einfach mit. Das musste mit. Das ist so schön. Und da zeige ich euch jetzt gerade auch noch die beiden Farben, die ich schon habe. Das ist einmal First Class. Das ist so ein Braunrot. Also eher so ein Dunkelbraun mit so einem Roteinschlag, First Class. So, und dann habe ich noch die Farbe Bombshell. Ich finde alle Farben, alle so hübsch. Guck mal, das sind die Huda Beauty Farben, die ich bis jetzt habe. Ja, da werde ich mir bestimmt nochmal die ein oder andere Farbe aneignen. Also das sind auf jeden Fall jetzt neue Schätzchen. Ihr seht auch, das sind wirklich schön, oder? Schreibt es mir gerne mal. So, und dann habe ich mir noch Dior Foundation, die Forever Skin Glow Foundation geholt. Ich habe es mir endlich geholt. Es gab einen Rabatt und ich habe gedacht, komm, was soll's. Ich hatte eine Probe und da hatte ich die ganze Zeit immer dieses kleine Probeteilchen da oben drin liegen, weil ich gedacht habe, okay, du musst dir die Farbe merken, Nicole, weil das so ungewöhnlich ist, weil ich hier tatsächlich die, wie war das denn? 1N, N1 habe. Ja, 1N. Das ist wirklich eine der hellsten Farben da gewesen. Und die sitzt so gut bei mir. Das ist eine ganz tolle Foundation. Die kostet 50 Euro. Ich habe aber Rabatt bekommen und hatte noch Points. Und die habe ich dann eingelöst bei Douglas. Naja, auf jeden Fall einmal die Dior Forever Glow. Die ist gut. Die sitzt schön. Die spendet ein bisschen Feuchtigkeit. Gibt einen ganz tollen Glow. Ja, was soll ich sagen? Ich habe sie mir gekauft. Die war so lange jetzt auf meiner Wunschliste. Und da ich mir dann von Huda die hier bestellen wollte mit dem Rabatt, denke ich, ah, dann kannst du dir ja eigentlich auch direkt die Foundation mitbestellen. Und das habe ich dann getan. Ja, das war von Douglas eingezogen. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Da habe ich eine Probe zu bekommen. Hier dieses Jean Paul Gaultier. Das ist dieser Classic-Duft. Ja,
Genau, ein Brötchen gab es mit dazu. Ja, und dann habe ich noch von Jungglück, da habe ich jetzt auch ein paar Produkte, also da habe ich ein Video, die haben ein Video bei mir quasi gebucht. Ja, und haben gefragt, ob ich deren Produkte mal ausprobieren möchte. Das zeige ich euch jetzt einfach nur mal kurz. Also habe ich hier dieses getönte Serum eben. Das werde ich mit euch dann austesten. Das Video müsste im Dezember online kommen. Da habe ich einmal so zwei, also eine helle, einen mittleren Ton, einen Hyaluron-Lippenbalsam in Rot. Ich packe das jetzt auch noch nett aus. Das lege ich für das Video auf die Seite. Einen Puder und einen Foundation-Brush werden wir dann in dem Video gemeinsam austesten. Und das transparente Puder von Jungglück. Das ist, glaube ich, auch in einem Glas. Das ist eine richtig schwere, das will ich gerade schon mal einmal aufmachen. Das ist eine richtig schwere Verpackung. Und genau, das werde ich dann mit euch mal austesten. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich wusste gar nicht, dass die so viel Make-up haben. Und habe ich gesagt, ich würde das Make-up gerne mal austesten. Genau, und da kommt dann auch demnächst ein Video. Außerdem ist was Neues bei mir eingezogen von Be Human. Das hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt bzw. gezeigt, den Shop. Da bekommt ihr handgemachte Kristallkerzen und Statementkerzen, Kristallschmuck und so weiter. Alles von Liebe mit Hand gemacht. Und dann gibt es jetzt tatsächlich die Green Days. Und da kriegt ihr von 11.11. bis halt Ende des Monats, also bis Ende November, bekommt ihr da Rabatt. Und zwar statt 10% bekommt ihr 15% Rabatt. Mein Code bleibt gleich, blende ich euch mal ein. Und da könnt ihr euch, wenn ihr noch was zu Weihnachten braucht oder so zum Verschenken, auch noch was bestellen mit einem Code. Die sind mir da auch entgegengekommen. Die waren total lieb, weil einige von euch hatten nach einem Code gefragt, ob da an Black Friday was Bestimmtes kommt. Und die haben da halt auch keinen Black Friday. Haben sie gesagt, wir machen die Green Days für deine Zuschauer, beziehungsweise für alle Leute, die da halt auch was sparen wollen. Ihr könnt zwar schon 10% sparen mit meinem Code, aber so könnt ihr 15% sparen. Und da habe ich einmal die Rauhnachtskerze, die ist ganz neu im Shop. Da bekommt ihr auch ein Rauhnachtsset. Das werde ich euch mal hier oben einblenden. Das ist wirklich wunderschön. Und wer sich damit mal so ein bisschen auch beschäftigen möchte, kann ja auch mal ein bisschen was drüber lesen. Das ist ganz cool. Hier sind halt 4 verschiedene Kristalle drin und ja, ein bisschen Glitter ist noch mit dabei. Oh, und die riecht so gut, das ist so eine schöne, ich weiß nicht, was das für eine Mischung genau ist. Lavendel ist auf jeden Fall auch mit drin, das ist eine ganz tolle Kerze, die könnt ihr euch dann bei den Rauhnächten eben auf die Fensterbank stellen und anzünden. Da gibt es verschiedene Bräuche, wie man das machen kann. Und ja, genau, die Rauhnachtskerze. Übrigens aus 100% Sojawachs mit der Hand gegossen, also alle Kerzen werden mit der Hand gegossen. Alle Armbänder, Ketten und so werden mit der Hand wirklich gemacht. Also es dauert einen Moment, wenn ihr euch dort ein Armband zum Beispiel bestellt. Ich habe jetzt ein neues Armband. Dann dauert das ein bisschen. Ihr könnt euch da auch eure Größe auswählen, also welche Länge ihr wollt, was ihr für einen Anhänger wollt. Ich habe den, also die Lebensblume habe ich hier dran. Ich kann euch da mal einblenden, wie das Armband aussieht auf den Bildern im Internet. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das ist mein neues Schätzchen. Mein erstes Armband habe ich verloren. Das hat irgendwie anscheinend auch nicht so zu mir gepasst. Sonst wäre es nicht verloren gegangen. Das habe ich direkt am ersten Abend verloren. Da war ich so traurig gewesen und jetzt habe ich halt ein neues. Und das hat die liebe Franzi, ihr gehört der Online-Shop, selbst gemacht auch. Und das dauert halt ein paar Tage. Dann kam das bei mir an. Ist das was ganz Besonderes auch zum Verschenken, Be Human. Und genau, alle, die so ein bisschen auch spirituell unterwegs sind, sollten sich den Shop mal angucken. Ist was ganz, wirklich ganz, ganz Liebevolles. Kann ich jetzt auch wieder anziehen. Ich hatte das extra ausgezogen, damit ich das nicht vergesse, euch zu zeigen. Also das trage ich jetzt schon die ganze Zeit. Und dann habe ich noch eine Kerze. Das ist eine Statement-Kerze. Die ist leider schon fast abgebrannt. Das ist die Balance. 50% Namaste, 50% Fuck Off steht da drauf. Die ist so toll, die gibt es in verschiedenen, also die könnt ihr euch aussuchen, die Sprüche auf der Seite. Das ist so ein richtig schönes, schillerndes Glas. Und wenn die an ist, dann ist das so, also im Raum, das schillert so ein bisschen. Wisst ihr, ich meine, das ist ganz schön. Und die ist auch handgemacht eben mit Sojawachs. Man kann sich die aussuchen, die Düfte, die man haben möchte. Es gibt verschiedene Düfte dort, die man rein, also ich glaube von Lemongrass bis Lavendel gibt es richtig viel Auswahl und da könnt ihr euch das aussuchen. Ja, die ist schon fast abgebrannt. Die habe ich jetzt einfach mal aus dem Flur mit hierher gebracht. Die hier hatte ich noch mal ganz gelassen, die habe ich noch nicht angemacht. Ja, genau, die hebe ich noch auf dann, bis es soweit ist. Und genau, da bekommt ihr so schöne Sachen, solche Kristallkerzen. Das ist ganz, ganz hübsch, dieser Shop. Verlinke ich euch auch mal. Mein Rabattcode von 10% gilt übrigens immer, gilt für Neukunden, also ist für Neukunden. Und wenn ihr jetzt bestellen wollt, halt bei den Green Days, bekommt ihr damit eben ab 11.11., das Video wird wahrscheinlich eh später online gehen, bekommt ihr dann eben
15%, genau. So, und noch ein letztes Produkt. Ich habe gedacht, ich nehme es mal hier mit rein, weil die Nachfrage auf Instagram so groß war. Ich habe, also ich mache hier Sport und gehe schwimmen und ich habe so oft dadurch Muskelkater. Oh mein Gott, Leute, dann habe ich mir gedacht, nee, mit dem Muskelkater, also das ist an manchen Tagen, wenn ich halt echt übertrieben habe sozusagen, dann habe ich echt extrem Muskelkater. Dann habe ich gedacht, ich brauche so eine Pistole. Und da habe ich mir hier von Bob and Brett, heißt die Marke, auf Amazon, habe ich mir so eine Pistole geholt. Da gibt es auch so einen Coupon. Ich muss euch das mal unten auch verlinken, wenn ihr auf die Seite geht. Ihr könnt euch da halt auch, ich glaube, war das 25%, was ich da hatte an Coupon. Auf jeden Fall ist die ist nicht so teuer. Das ist eine wirklich super hochwertige Massagepistole. Und die hat den Vorteil, also die hat hier, kommt in so einem Koffer, seht ihr das? Und da sind solche Aufsätze eben. Damit könnt ihr euch selbst massieren. Das ist total mega, so Oberschenkel oder wie auch immer, auch bei Verspannungen und so hilft das richtig gut. Und da gibt es diesen Aufsatz hier, also diesen, so ein Metallaufsatz ist das. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt, kann ich euch mal einblenden. Und das war das Besondere an dieser Maschine, weil sonst hast du immer nur halt hier diese Gummiaufsätze. Die sind auch gut, ja. Damit kannst du halt auch verschiedene Körperregionen massieren. Ich zeige euch mal, wenn ich es rauskriegen würde. Also wir sind damit so zufrieden mit der Maschine. So sieht das zum Beispiel aus. So einen Aufsatz habt ihr. Das ist alles immer so Silikon oder Gummi. Und das hier ist eben so, das geht tiefer. Also das geht in die Faszien tief rein. Damit könnt ihr euch wirklich, das ist wohltuend bis zum geht nicht mehr. Ich mache die gerade mal an. Seht ihr? Also die gibt richtig Gas. Das ist jetzt Stufe 1. Und ich mache mal, also die ist so stark, die hat so eine Kraft, diese Maschine, hätte ich nicht gedacht. Die geht noch weiter, also die ist halt natürlich dann auf der stärksten Stufe recht laut. Die hat verschiedene, ja, und dann drückt man lang drauf und geht wieder aus. Das ist so eine geile Maschine, die wollte ich euch unbedingt noch hier auf YouTube auch zeigen. Ich mache ja nicht so Vlogs und so, sonst hätte ich euch schon mal in einem Vlog oder so gezeigt. Ja, da könnt ihr euch einfach mit massieren, da könnt ihr euch selber, was weiß ich, die Schulter oder irgendwas, funktioniert ganz toll. Ich nehme das vorzugsweise für die Beine, weil mir tun die Beine oft weh, wenn nach dem Sport. Also da habe ich halt den größten Muskelkater, sag ich mal, so für die Oberschenkel oder für die Waden und so habe ich das jetzt genommen. Und beim Daniel eben im Rücken, der sagt auch, das Ding ist mega gut. Also weil der war gar nicht begeistert, dass ich mir so ein Ding geholt habe, weil der sagt immer, das ist so Schrott, so China-Schrott oder so. Das Ding ist kein Schrott. Das ist ein ganz schweres, richtig gut verarbeitetes Ding. Bob and Brett heißt die Marke. Ja. Haben wir jetzt einmal bisher aufgeladen. Der Akku hält und hält und hält. Und das kommt halt eben in so einem coolen Koffer hier. Ja, vielleicht ist das, also ich dachte halt, ne, das ist vielleicht auch eine Idee für Weihnachten. Vielleicht, wenn ihr irgendjemand was schenken wollt, freut sich derjenige vielleicht über so eine Maschine. Total klasse, dass die auch in dem Koffer kommt. Jetzt würde ich mich auch schon verabschieden bei euch. Dankeschön, dass ihr hier wart. Ich glaube, das Video war lang genug gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gut gefallen hat und was ihr nachkaufen würdet, was ihr vielleicht auch schon zu Hause habt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.